Ich habe keine Psychotherapie gemacht oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie das in die Welt kommt. Ich habe lediglich ein Stressaufbautraining gemacht mit einem Psychologen. Wir geben kein Interview und sagen eine Woche später, das stimmt doch alles gar nicht. Das ist Schwachsinn. Wir sind immer noch der Meinung, wir wurden juristisch gezwungen, das einzubilden. Ja. Okay. Und wir sind auch froh, wenn es alles so ist, wenn ihr es wieder besser geht und so, sind wir unglaublich froh, dass es so weitergeht. Und der Act Tic-Tac-Toe einfach weitermacht. Ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin Herr über mich selbst und ich kann das, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden. Wir haben uns seit 3,5 Wochen nicht mehr gesprochen. Es wurde eine Vereinbarung einfach umgekippt von Ricky, die wir zusammen gemacht haben. Das war nicht und das kann ich jetzt bitte zu Ende sprechen. Und ich weiß nur, wir haben gestern 5 Minuten zusammen gesprochen und es sind ganz neue Dinge, die hier kommen. Wir waren genauso verwirrt wie ihr über diese ganzen Geschichten. Ich möchte jetzt mal was dazu sagen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich mal mit unserer Managerin unterhalten würden und also mit meiner Rechtsanwalt und mit eurer Rechtsanwälte. Nein, meine Rechtsanwälte haben... Was hast du mit meinen Rechtsanwälten? Du hast noch nie was von meinem Rechtsanwalt nicht, gehört. Vielleicht möchtest du das ja. Vielleicht ist es ja besser. Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Ach. Wow. Also nein. Ich werde mich nicht als Lügnerin von irgendjemandem sagen. Hier, ganz ehrlich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Morddrohung bekommen. Ja, und du hier auf der Bühne als Lügner beschimpft wirst, obwohl man für diese Person eine Menge getan hat. Ja, 2,5 Jahre lang. Wenn es ihr nicht gut geht und Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen, Mädchen von 19 Jahren, hat sie bei mir geschlafen. Ich gehe jetzt von der Bühne. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das heute hier und damit Sie einen kurzen Einblick haben, wie das heute auf der Pressekonferenz zuging, ein kleiner Ausschnitt. Ich kann nur dazu sagen, dass ich mich freue, dass jetzt wieder losgeht, dass wir zusammen wieder loslegen, dass wir unseren Fans eine Freude bereiten können mit unserer Musik, mit unseren Texten und ich kann einfach nur sagen, dass ich mich drauf freue. Nur ich mache mir irgendwo Sorgen und ich habe keine Lust darauf, irgendwie Verantwortung oder irgendwelche Schuldzuweisungen noch irgendwie nochmal zu übernehmen. Du brauchst auch gar keine Verantwortung für mich übernehmen, weil ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin Herr über mich selbst und ich kann das, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei, um sich mit uns zu treffen und mit uns zu reden, nicht ich. Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Wow. Also nein. Ich werde mich nicht als Lügnerin von irgendjemandem beschimpfen. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel. Wenn es ihr nicht gut geht und Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen, Mädchen von 19 Jahren, hat sie bei mir geschlafen. Ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet. Was ist mit dem Auto? So war das heute. Sie ist hier bei uns. Herzlich willkommen, Ricky. Du hörst es also, die Leute sind schon mal auf deiner Seite und ich kann mir vorstellen, das war heute wahrscheinlich ein absoluter Horrortag für dich, oder? Das stimmt, das war ein ziemlicher Horrortag für mich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Pressekonferenz so abläuft. Ich dachte, wir hätten uns geeinigt, ich dachte, wir wollen Tic-Tac-Toe zusammen, zu dritt. Und ich bin einfach ziemlich fertig von dem, was da passiert ist, dass Lee und Jess gesagt haben, das, was sie in der Bild-Zeitung gesagt haben, dass ich... dass man mich vor mich selbst schützen müsste oder dass ich psychische Probleme hätte. Das haben sie da nochmal bestätigt, dass sie das wirklich gesagt haben. Und ich war echt sehr, sehr traurig, weil vorher wurde mir gesagt, gestern, dass ich mit offenen Armen empfangen werde dort. Ja. Also das heißt, man hat diese Pressekonferenz gemacht, um zu sagen, wir zeigen allen, auch allen Fans, alles okay mit Tic-Tac-Toe. Genau. Ja. Und dann bist du sozusagen in der Pressekonferenz von dieser Situation überrascht worden. Ja. Hast du das Gefühl, dass man dich da, hingelockt hat, um dich auch ein bisschen reinzulegen? Ich weiß nicht genau. Ich kann da nur zu sagen, ich denke einfach, dass das daran liegt, dass es mir einige Menschen für übel nehmen, dass ich eine längere Zeit krank war. Und dadurch, dass so viel ausgefallen ist bei uns, da sind ja auch finanzielle Kosten entstanden. Ja. Und ich denke, das wird mir einfach für übel genommen. Und habt ihr da vorher mal drüber geredet? Haben die zweimal eine Andeutung gemacht, dass sie gesagt haben, wir wollen das ohne dich weitermachen? Nein. Ich war auch völlig überrascht, als ich die Bild-Zeitung aufgeschlagen habe, als ich Interaktiv geguckt habe. Ich wusste von nichts. Ich wusste nicht, dass die sich da hinsetzen und das Bild-Zeitungsinterview machen. Und
Wie hast du denn darauf reagiert? Hast du das in der Pressekonferenz direkt erfahren? Da war vorher in der Pressekonferenz keine Andeutung, nein, nichts. Nein, ich dachte, wir hätten uns gar nicht. Ich hatte Lee und Jess gestern sogar noch mal angerufen. Und da waren sie schon ziemlich kalt am Telefon. Ja. Können die dich denn einfach so ausboten? Ich meine, da gibt es doch auch Verträge. Natürlich gibt es doch Verträge. Und wenn einige Leute mich bei Tic-Tac-Toe nicht erwünschen, dann haben sie sich gewaltig geschnitten, weil ich habe da auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden und ich bleibe bei Tic-Tac-Toe und ich will Tic-Tac-Toe und ich möchte weiterhin mit unseren Texten was erreichen, auch mit unserem neuen Lied Bitte küss mich nicht, was mir sehr am Herzen liegt, das geht nämlich um Kindesmissbrauch und wie gesagt, wenn irgendwelche Leute das möchten, dass ich nicht mal bei Tic-Tac-Toe bin, ja, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzusprechen. Was glaubst du eigentlich, wie eure Fans auf das reagieren? Ich meine, es war ja erstmal die ganze Sache vor einem Jahr und jetzt gibt es praktisch schon wieder Stress, die Tour ist verschoben worden. Ich finde es ziemlich gemein, dass unsere Fans so verunsichert worden sind, denn wir haben immer gesagt, wir halten zusammen, Tic-Tac-Toe sind wir drei, Lee, Jazzy und ich. Und wenn einer von Tic-Tac-Toe geht, dann gehen wir alle. Und es will gar keiner gehen. Ich will bei Tic-Tac-Toe bleiben und jetzt auf einmal sowas. Glaubst du denn, dass die zwei das von sich aus machen oder werden die da irgendwie von hinten ein bisschen gesteuert, dass sie sagen, überleg doch mal, da sind ein paar Millionen auf dem Konto und was ist mehr, durch zwei oder durch drei? Weiß ich auch nicht. Ja. Oder? Könnte man doch meinen. Ja, aber na klar. Bist du einfach von denen sozusagen als Freundin enttäuscht? Natürlich. Weil wir immer gesagt haben, wir sind eine Gruppe und wir halten zusammen. Und ich habe zu Lee gehalten, als der Skandal war. Ich habe mich nicht ins Fernsehen gesetzt. Ich habe nicht gesagt, ja, Lee, das stimmt, du hast ja auch das und das gemacht. Weil ich dachte, wir sind eine Gruppe und wir halten zusammen. Ja? Und jetzt machen die sowas mit mir. Waren da gar keine Anzeichen irgendwie mal zu spüren, dass du gemerkt hast, so, die sondern sich von dir ab oder du erfährst manche Sachen nur hintenrum oder so? Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass eine so aus heiterem Himmel trifft. Das habe ich gemerkt, das stimmt. Es wurde halt immer kälter irgendwie zwischen uns, die Beziehung, aber gesagt haben sie es mir nicht. Und auf einmal, stell dir das mal vor, du bist in einer Gruppe und auf einmal schlägst du die Zeitung auf und liest sowas, ja, ja, über dich, dass deine anderen beiden Kolleginnen oder Kollegen sowas über dich erzählt haben. Und die haben es auch gar nicht abgestritten, als du die darauf angesprochen, nein, hast? Und ich mache, das möchte ich jetzt nochmal betonen, ich mache keine Psychotherapie, wie viele gesagt haben, ich mache lediglich ein Stressaufbautraining. Das heißt, das heißt, es ist ja auch, genau, wahnsinnig, was auf euch einbricht, in der, seit da eure Karriere so megamäßig losgegangen, ja, ist. Ja? Und ich finde es auch nichts Ungewöhnliches, dass man irgendwann nicht mehr kann. Ich denke, das, was wir erlebt haben, das kann irgendwann den stärksten Mann umhauen. Ich meine, wir haben Morddrohungen gekriegt, wir haben Bombendrohungen gekriegt und das stimmt. Als das mit dem Skandal bei Lee war, dann der Skandal, ich meine, das hat mich auch mitgenommen. Ich meine, Lee ist meine Freundin gewesen, ja, oder ist es noch? Ich weiß auch nicht, was da jetzt, was da ist. Und wenn man dann sowas liest in der Zeitung, wie ein Mensch fertig gemacht wird. Und das fand ich halt auch ziemlich schrecklich, dass ich so zu denen gehalten habe. Und da ging es mir immer schlecht und keiner hält mehr zu mir. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass du heute sagst, du bist irgendwie froh, dass du diesen ganzen Tag hinter dich gebracht hast. Wie siehst du denn jetzt, wenn sie das wird sich auch wieder ein bisschen beruhigen. Ich meine, sowas kocht natürlich auch immer hoch auf so einer Pressekonferenz. Wie siehst du denn die Zukunft? Wirst du von dir aus bei denen anrufen oder einen Versöhnungsversuch starten? Eigentlich hast du ja denen nichts getan. Ich habe denen auch nichts getan und ich möchte gerne mit denen sprechen, denn ich kann auch verzeihen. Und wie es weitergehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Leute, die mich raushaben wollen, das werden sie nicht schaffen. Denn ich bin bei Tic-Tac-Toe, ich bin ein Teil von Tic-Tac-Toe und ich werde dabei bleiben. Und wenn die anderen sagen, Schluss aus, wir wollen das nicht mehr? Ich meine, du kannst ja nicht... Ich bin ein Teil von Tic-Tac-Toe und ich bleibe dabei. Das heißt, auch wenn die zu zweit auftreten irgendwo, ginge das eigentlich rechtlich? Das sind jetzt rechtliche Angelegenheiten. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, eure Fans, ja, das will ja keiner, dass die zwei singen und du kommst dazu, ja, und sagst, da bin ich. Unsere Fans sind so enttäuscht, dass wir immer gesagt haben, wir sind, Tic-Tac-Toe gibt es nur zu dritt. Ja. Es geht irgendwie alles nicht mehr, das ist doch schlimm. Also ich würde sagen, lass mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Das wird sich auch wieder ein bisschen beruhigen. Ja? Es gibt ja sogar böse Menschen, die sagen, ganz schön cleverer PR-Gag von den drei. Ja, aber das hat sich ja jetzt wohl aufgeklärt, dass es kein PR-Gag ist. Dass es keiner ist, so wenn man dich jetzt so erlebt, ja? Ja. Aber vielleicht, es wäre doch ein Jammer, ihr habt so eine mega Karriere hingelegt, wenn das jetzt an so einer, sag ich mal, so einer Streiterei scheitert, wo keiner genau weiß, was und die Gründe sind. Und vor allem, dass
irgendwelche internen Streitigkeiten oder Probleme, was heißt Probleme, da war eigentlich gar nichts, und dann auch Lügen, ja, in die Öffentlichkeit gebracht werden, was eigentlich niemandem was angeht, denn wir haben auch ein Recht dazu, ein Privatleben zu haben. Ich finde, das geht einfach niemandem was an. Und ich setze mich auch nicht dahin und diskutiere, was ich auch machen könnte. Ricky, ich finde es großartig, dass du nach diesem Stresstag noch hier warst. Ich drücke dir wirklich die Daumen und wir alle wollen, dass Tic-Tac-Toe so zusammenbleibt. Ja, du packst das schon. Hast du toll gemacht. Ja, alles Gute, meine Damen und Herren. Ricky, ciao, bis bald.